dann ist anders. Nicht? Dann macht die Regierung wahrscheinlich, weiß ich nicht, bis dahin fällt denen was ein. Ein gute Ernährungsgesetz, das Linsensuppe täglich vorschreibt und wir heizen per Flatulenz oder so. Das es wird was kommen. Na, auf die Idee hätte Habeck auch selber kommen können oder seine Berater, aber er hat ja keine. Im Ministerium war kein Platz mehr. Da hatte er schon Freunde und Verwandte untergebracht. Nicht? Das kam im Frühjahr raus. Ja, war doof. Aber ich verstehe ihn, lauter Familienmitglieder und so. Das ist doch super, ein bisschen mehr familiäre Atmosphäre in der Politik, vom Schwiegerschwager bis zur Schwiegertante. Ich meine, wir können froh sein, dass er nicht noch seinen Hund zum Staatssekretär befördert hat. Obwohl ein Königspudel, warum nicht? Das sind schlaue Tiere und die wissen von Ökonomie auch nicht weniger als Habeck. Also zu dem, ja... Das muss man ja auch mal festhalten. Er hatte zu dem Thema ja auch in seinem ganzen Leben keinerlei Bezug. Der Mann war Kinderbuchautor und das auch nicht so, als dass es jemand gelesen hätte.